So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2 Stay Human, der Uncut-Version. Also ich habe mal in der Zwischenzeit mal so ein paar Waffen verkauft, dass wir ein bisschen Geld anhäufen, weil ich will auch gerne bei den Handwerksmeistern und so auch mal was kaufen, ne? Ein paar coole Sachen. Wir haben noch nicht viel tatsächlich, was man verkaufen konnte. Es war in erster Linie Waffen, also Klamotten und sowas habe ich nicht viel. Den konnten wir da auch noch nicht viel verkaufen. Aber ja, müssen wir einfach mal gucken, wie das so wird, ne? Wie das so läuft. So, wir sind mittlerweile hier und ich habe mir vorgenommen, in erster Linie die Hauptmission jetzt erstmal ein bisschen voranzubringen, weil da werden wir, wie man sieht, Waffen kriegen, Entwürfe und sowas alles. Und wir leveln uns auch relativ fix hoch, ja, und ich denke mal, das ist definitiv nicht verkehrt, deswegen machen wir die Hauptmission jetzt weiter. Ich bin jetzt hier aufgewacht, machen wir das Lämpchen an. So, jetzt brauchst du das Lämpchen eigentlich nicht mehr. Ach doch, komm, für die Aufnahme. Dieses Weichei-Aether verheimlicht uns was. Halt dein Maul. Vielleicht verheimlicht Aether ja wirklich was. Das wissen wir nicht. Ah, guck mal, da ist was. Neun Münzen, ja, ist doch geil. Wir brauchen Münzen. Du hattest recht. Total abartig, stimmt's? Nein, du Fulde. So, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich bin Karl offenbar vor dir begegnet. Und Sophie, ich erledige gerade einen Auftrag für sie. Vielleicht einen Auftrag? Ihrem Bruder den Arsch zu retten. Gut. Verschafft ihr ihr Vertrauen. Vielleicht weiß Sophie was über Lucas Tod. Hier passiert kaum was, ohne dass sie es weiß. Außer wenn es um ihren durchgeknallten Bruder geht. Nimm dich vor Barney in Acht. Er ist eine ziemliche Knalltüte. Na, okay. Na, ist da Barney, ja. Den suchen wir jetzt. Das Ding ist, kann ich hier schlafen gehen? Ich meine, ich bin ja in der Nähe von Barney. Aber wir haben 18 Uhr, also es wird auch bald Nacht. Also dann laufen wir hier ein bisschen rum. Gucken mal. Na komm. Du bist ein Stück Scheiße hier. Komm her. So. Lebst du noch? Jetzt nicht mehr. Ihn kann ich nicht looten, okay. Er ist unlootable. So. Das brauchen wir alles. Oh, Zauberpilze, ganz wichtig. Wichtigster auf der Welt, wenn wir da draußen unterwegs sind. Vor allem jetzt, wenn es nachts wird, dann brauchen wir die Zauberpilze. So, das war's, ne? Okay, fertig gelootet. Achso, er ist schon hier. Also hier wäre es. Sollen wir die eben machen? Dann haben wir da einen Unterschlupf. Lass uns die mal eben machen, die Windmühle da. Oh, ganz knapp, ey. Oh, ja, gehen wir mal eben hier ganz kurz rein. Drähte. Hallo. Angetäuscht. Angetäuscht, Sir. Ich will mich eigentlich hier drin gar nicht so lange aufhalten, wenn ich ehrlich bin. Ist hier denn noch irgendwas so auf der Ebene?
Mal den hier nochmal eben auf. Okay. Killen wir ihn noch. Haben sie irgendwas für uns? Oh. Das ist eine sehr schöne Position. Hier ist nichts. Okay. Komm, Junge. Okay. Ich habe Arznei gefunden, ja, die brauche ich aber im Moment noch nicht. Glaube ich. Er ist am Dach. Hallo. So. So, den Zauberpilz wollte ich nämlich haben. So, es wird dunkel. Das ist eigentlich jetzt ganz gut. Machen wir eben das Windrad noch im Hellen. Ich aktiviere das Windrad. Oh. Ich bin vorbeigesprungen. Wie konnte das denn jetzt passieren? So. Okay, springen wir hier rüber. Nein! Okay. Oh, ja, ich muss hier meine Immunität jetzt steigern, deswegen machen wir jetzt das Windrad. Da hinten muss ich hin. Oh, okay. Boah. Oh, wow. Ich hätte ein bisschen seitlicher an das Ding springen sollen, glaube ich. Wäre einfacher gewesen. So. Okay, da sind wir. Okay, Windrad freischalten. Tada! Das UV-Lämpchen läuft. Sehr gut. Wow, richtig dicke, fette Basis haben wir gemacht. Mann, Mann, Mann. Schon gut. Ah, gut gemacht, die Lärche. So. Okay. Überlebende Strukturen im Gebiet freigeschaltet. Okay. Aus. Wo komme ich denn hier runter? Ah, hier. So, ich bin der Pilger. Ich sag's ja. So, aber wir müssen jetzt eigentlich nach unten. Da unten muss ich hin. Okay, von mir aus. Um.
Okay. Sophie, ich bin drin, aber von Bond noch keine Spur. Du musst ihn finden. Er ist da irgendwo, ganz sicher. Na, okay. Ich suche ihn. Schnell. Ich werde erstmal die Kollegen hier alle killen. Bevor wir hier großartig irgendeinen Quatsch machen. Wir sind wahrscheinlich eh alle leer, ne? Bei meinem Glück. Ja, okay. So, schalte ein Überlebens hinein. Ist hier was drin? Ich glaube, ich sollte mir gar nicht die Zombies so viel looten, sondern eher das Drumherum. Hier sowas. Notiz, okay. Nehmen wir. Was ist das denn hier? Öffnen. Oh, okay. Macht da gar keinen Krach oder so, ne? Machen wir es. Ich denke, wir müssen da hinten lang. Ich würde euch eigentlich erstmal in Ruhe lassen. Weil nicht auf deinen Kollegen. War ein bisschen doof. So, nehmen wir das hier auch noch eben mit. Scheint ja was ganz Cooles zu sein, ne? Dann gehen wir mal hier weiter. Ah, hab ihn gefunden. Sieht nicht gut aus für ihn. Erstmal die Zauberpilze nehmen. Und seine Waffe nehme ich. Barney! Hörst du mich? Melde dich, verdammt! Sophie, Aiden hier. Ich habe ein Funkgerät gefunden. Und eine Leiche. Ein Mann. Ein Weißer. Mit Glatze. Tut das ist er bestimmt nicht. Das ist nicht Barney. Das ist Kojak, einer von uns. Barney muss in der Nähe sein. Dann habe ich mir gedacht. Oh, einige Informationen sind unter Umständen verborgen und nicht gleich zu sehen. Um sie zu entdecken, müssen Sie die Funktion Untersuchung anwenden. Zum Untersuchen in einer Region drücken Sie R3, um Ihren Überlebenssinn zu nutzen, um Hinweise zu sehen. Ah, okay. Folgen Sie Hinweisen, Sie schaffen Ihnen einen Weg, der Sie zu Ihrem Ziel führt. Okay. Okay. Aha. Dann gucken wir mal. Der Überlebenssinn. Sophie, hier ist Blut. Frisches Blut. Beeil dich, Aiden. Ich nehme erstmal die Zombies mit, die so am Weg liegen. Aber werde natürlich jetzt nicht alle killen, weil das kostet tatsächlich zu viel Zeit. Oh, da vorne. Oh, fuck. Warte mal, da muss ich nochmal eben hin. Es tut mir leid. Hier. Ich glaube, das sind Sachen, die ich mitnehmen sollte. Weißer Kristall, ich glaube, das ist wichtig. Ja, ich werde gleich meine Immunität, meine Pilze nehmen. Ja, leer, natürlich. Das erwarte ich auch. Barney ist hier, wir haben ja gehört. Ich
lasse ihm gar keine Ruhe. Ich metzel ihn nieder. So. Er hatte noch nicht mal was. Was eine Schweinerei. Er hatte noch nicht mal was. Okay. Kacke, was soll ich jetzt tun? Barney, bist du das? Wer zur Hölle bist du? Sophie schickt mich. Ja, klar. Und ich bin General der PK. Egal, wer du bist. Verpiss dich! Das sind unsere Kristalle. Kapiert? Du kriegst... Barney, mach auf! Fisch ab! Sophie, ich habe Barney gefunden, aber er hat sich in einem Raum eingeschlossen. Er lebt. Gut. Oh, dieser sture Arsch. Versuch einfach, mit ihm zu reden. Ich versuch's. Barney? Geh wieder dahin, wo du herkommst! Was ist das denn jetzt hier für ein Untertitel, der da ist? Deine Schwester macht sich Sorgen um dich. Hey, pass auf! Lass so viel raus! Aber es ist so! Hast du ein Glück, dass ich zu tun habe, du Pisser! Barney, ich zähl bis drei. Eins. Zwei, drei! Verzieh dich, verdammt! Du kriegst von mir gar nichts! Verdammte Scheiße! Na toll! Ach, ey. Oh, guck mal, der hat so ein Armband. Sir, sie sind infiziert. Ich geh mal eben hier hin, weil ich muss noch eben Pilz essen. So. Jetzt geht's weiter. Ah. Noch einer weniger. Komm her. Oh nein, 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 nimm den Molotow weg. Ah, ja. Ja. Ich bin gerne, wollte ihn ins Feuer kicken, aber hat nicht geklappt. Ach Junge, geh mir jetzt nicht am Keks. Ich hab dich nicht ohne Grund verbrannt. Ach, Junge. Hau ab. Ist ja leider. Was? Ciao. Jetzt gehen wir im... Oh, Mann. Sollen wir mal ganz kurz... mal eine andere Waffe nehmen? Boah. Ach, ja. Falsche Taste gedrückt. Jetzt erstmal eben ganz kurz looten. So, der verbrannte Johnny ist auch noch da. Mal ganz kurz auch nochmal heilen. So, einmal hier wieder für alles vorbereiten. So. Warum? Meine Immunität ist nicht niedrig. Ich hab doch gerade erst... Wie ist er denn da hinten hingeflogen? Okay. So, reden wir nochmal mit ihm. Ich will ja jetzt raus. Okay, das war's. Sind Sie weg? Ja, die schnappen ein wenig Luft. Deine Schwester hat erwähnt, dass du ein Dickkopf bist, aber von Idiot hat sie nichts gesagt. Hey, dafür sollte ich den Ertrag Prügel verpassen. Hier, nimm dein Funkgerät. Wir gehen. Nein, Birdie. Wir müssen Birdie finden. Wen? Er hat die Infizierten weggelockt, als die mich da unten schnappen wollten.
Ohne ihn wäre ich wie Kojak geendet. In deinem Zustand suchst du niemanden. Er ist doch nur ein Kind, Mann. Ich habe seiner Mutter versprochen, dass ich ihn zurückbringe. Verstehst du? Er hat diese Mistkerle abgelenkt, klar? Damit ich mir die Kristalle für den Basar schnappen konnte. Ich muss ihn finden. In deinem Zustand suchst du niemanden, Barney. Ohne ihn gehe ich nicht zurück. Wo finde ich ihn? Er war im Erdgeschoss, als diese Arschlöcher mich umzingelt haben. Dann sind die ihm durch die Seitentür nachgerannt. Okay, du bleibst hier und wartest auf mein Zeichen. Ich finde deinen Freund und hole dich dann. Kapiert? Beeilung! Na, natürlich. Das Gute war, da war Immunität, ne? Ich kann jetzt keinen Notruf annehmen. Hallo, da unten. Ach, er lebt noch da unten. Hallo. So. Untersuchen. Blut. Muss von Birdie sein. Die Spur führt mich zu ihm. Ja, dann rein da. Untersuchen. Er ist zum Lastwagen gerannt. Vielleicht hat er es geschafft. Ja, vielleicht auch nicht. Die Frage ist, er ist hier rein. Nein. Noch nicht. Aber kampflos hat er sich nicht ergeben. Der Birdie. Wenn wir schon mal hier sind, dann looten wir auch, ne? Muss ja mal gucken. Dass man alles das kriegt, was einem zusteht. Okay, er ist hier hoch. Wer ist denn Nathan? Happy Birthday, dear Birdie. Okay, wir müssen Nathan finden, dann finden wir anscheinend auch Birdie. Okay, das ist gut. Nimm mit. Mal hier noch hin. Ja, nimm das auch noch mit. So. Hier geht's weiter nach oben. Sehr gut. Na, hallo. Du hast eine UV-Lampe hier, das ist sehr gut. Bester Mann. Wer bist du? Wer bist du? Nathan der Weise. Ich bin Aiden. Kannst du dich bewegen? Barney hat mich geschickt. Barney. Klar, der gute alte Barney. Er ist rausgeschafft, oder? Er hat die Kristalle. Ja, hat er. Dank dir, Junge. Achso, Nathan ist Birdie, alles klar. Drei Infizierte umgelegt. Hast du gesehen? Naja, zwei waren schon verwundet, aber... Also... Heute ist mein Geburtstag. Und... Tust du mir einen Gefallen? Dort drüben. Siehst du? Mein Funkgerät. Ich muss jemanden anfunken. Hier. Aber wir müssen schnell machen. Klar. Klar. Ich muss nur... Hallo? Mama? Bist du da? Mama? Nathan? Bist du da? Was ist los? Wo bist du? Alles gut, Mama. Wir sind fast... Barney und ich müssen hier nur noch... Barney! Er hat mir versprochen, auf dich aufzupassen. Keine Angst, Mama. Hör zu. Wir haben die Kristalle. Wir haben sie. Und ich habe drei. Drei Infizierte. Ich habe sie besiegt, Mama. Wir müssen los. Jetzt. Dann los. Raus da und komm zurück. Barney hat es versprochen. Ja, klar. Gleich. Wir sind bald zurück, Mama. Nathan? Was ist da los? Nathan? Nathan!
Ja, das war zu erwarten irgendwie. Der war schon sehr fertig. Kann ich ihn looten? Nein, kein. Barney, bist du da? Barney? Aiden, bist du da? Ja, ich versuche deinen Bruder zu erreichen. Barney ist schon hier. Was eine Drecksau. Was eine Drecksau. Was? Aber er sollte doch... Hat dir nicht vertraut. Er dachte, du willst ihm die Kristalle abnehmen. Deshalb sollte ich nach seinem Freund suchen, damit er sich davonschleichen kann? So ist es nicht. Komm zurück zum Bazar. Ich erkläre dann alles. Was ein Bastard, Alter. Was ein dreckiger Hund. Was ein dreckiger Hund. Also... Denkst du, hast schon alles gesehen? Weil ich überlege, wir haben ja noch Nacht. Sollen wir hier mal noch hin? Wo ist das? Da unten. Ach, das ist hier, wo wir schon waren. Also muss hier noch irgendwas sein, was ich noch nicht gefunden habe, damit ich das hier abschließen kann. Okay. Ne, die lasse ich erstmal in Ruhe. Muss ja irgendwas sein. Was hier irgendwo ist. Diese UV-Lampe hilft gar nicht, ne? Aber hier ist nichts. Also, muss ich vielleicht auch erstmal alle Feinde killen? Das kann natürlich auch sein. Das würde ich jetzt nicht abstreiten, dass... Ist jetzt euer Ernst? Wie seid ihr denn jetzt wach geworden? Letztes Mal ohne Witz. Wie konntet ihr denn jetzt wach werden? Nein, mir ist das egal. Sammeln wir noch ein bisschen Kampf-EP über Nacht, aber... Vom Prinzip her. Immer auf den Kopf. So. Hallo. Sir. So. Das Ding ist jetzt halt. Wo ist jetzt hier noch was? Da ist was zum Looten. So, ja, super. Der ist zum Looten, der ist zum Looten. Der ist zum Looten. So, Münzen, okay. Da geht's raus, da will ich ja gar nicht raus. Na komm, loote mal eben zu Ende. So, Teile. Okay, ich will jetzt wissen, wo ich jetzt hier noch kann. Da komme ich nicht raus. So. Hier ist aber auch nichts. Gehe ich jetzt nach oben. So. Wo lande ich denn hier? Achso, dann lande ich wieder da. Alles klar. Das war also vergeudet. Die Frage ist halt, was muss ich looten, um das zu schaffen? Und diese UV-Lampe hier bringt 0, gar nichts. Also es ist irgendwie
ein Phänomen. Was es mit dem Looten so auf sich hat. Ich meine, ich will es ja jetzt wissen, ne? Ihre Waffe ist fast zerstört. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts. Es ist halt, es grenzt halt schon fast so ein bisschen an groben Unfug, weil das ist hier das Gebäude, wo es sein sollte. Oder gibt es noch eine Etage unten? Ist auch nichts. Also ich verstehe dieses Loot-System echt noch nicht. Weil ich habe alles abgesucht. Hier komme ich nicht raus. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Aber ich verstehe es echt nicht. Gehen wir hier hoch. So. Also, keine Ahnung, wo da was sein kann. Also ich habe den ganzen Laden jetzt auf den Kopf gestellt. Ich weiß es nicht. Noch keine Ahnung. Die Legende sagt, dass die Night Runner diese Windräder gebaut haben. Ist egal, gehen wir zum Bazar und gucken mal, was sie jetzt da zu sagen hat. Es ist ein Infizierter da. Oh, er hat mich auch gesehen. Okay, er ist weg. Komm, hopp. Wollte ich eigentlich runterkriegen. So, verpiss dich. Oh. Okay, ciao. Ich will eigentlich nur die Pilze haben in erster Linie tatsächlich. Mit Pilzen geht's mir gut. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Hier oben ist noch was, das nehmen wir auch mit. Und hier. Okay, ja gut. Hier ist sonst keiner mehr. Gehen wir mal zurück zum Bazar. Oh wow, okay. Das ist eine UV-Lampe, die brauche ich jetzt nicht. Was sind die jetzt hier? Es war wenig Kampf gewesen, dafür, dass ich da um mein Leben gekämpft habe. So. Wenn ich er wäre, würde ich verschwinden, bevor die Leute wütend werden. Na, hat er die Klappe. Ich hörte, Barney ist schon wieder in Schwierigkeiten geraten. Ja, Barney, ey, ohne Witz. Jetzt geht's uns besser, oder? Kommt drauf an, oder? Veronica, der Typ war ein Arschloch. Als der an der Spitze der PKs war, waren die absolut unausstehlich. Das Ganze ist ziemlich einfach. Lukas ist Geschichte, alles ist besser für uns. Amen. Du hältst besser mal die Schnauze, Barney. Wo ist Sophie? Du schon wieder? Was machst du? Spinnst du mir nach? Verheimlichst du was? Du hast über den PK-Commander geredet, oder? Oh, da haben wir ja jemand ganz neugierigen. Pass auf, wo du deine Nase reinsteckst, Pilger, oder sie fehlt bald.
Dieser Flachwichser Lucas hat's verdient zu sterben. Das ist die Wahrheit. Barney, die Wahrheit ist, du bist ein Idiot und die Peacekeeper beschützen uns. Beschützen? Vor was? Wer hat unser Windrad besetzt? Die Peacekeeper! Wer hat die U-Bahn übernommen? Scheiß Lucas! Also die sollen sich doch hier alle verpissen, bevor es ihnen geht wie diesem gottverfluchten Commander. Nun, wir sind ganz schlauer Bursche, ne? Du solltest doch auf mich warten. Auf dich warten im Garten. Planänderung. Schiss, dass ich hinter deinen Kristallen her bin, hä? Schiss. Vor dir? Dass ich nicht lache. Wir haben ja unsere eigenen Interessen, Pilger. Und die gehen dich gar nichts an. Zwei deiner Leute sind für eure Interessen gestorben. Du hast Birdie nur benutzt, um mich abzulenken, oder? Du weißt einen Scheiß über mich und meine Leute, Arschloch. Birdie war wie ein Bruder für mich. Aus irgendeinem Grund will meine Schwester dich sehen. Also geh ihr auf den Nerv. Fasziniert. Er war wie ein Bruder für ihn und lässt ihn einfach zum Sterben zurück. Das, dann möchte ich nicht wissen, was er mit seinen Feinden macht. Oder die, die ihm weiter entfernt sind als ein Bruder. Was ein Idiot, ey. Was ein Vollpfosten. Hallo. Hey, Kumpel. Wir müssen sie töten, Karl. Sie haben eins zu uns gehört. Wir müssen verhandeln. Mit Erpressern verhandelt man nicht. Deine Mutter war ganz anders. Außerdem habe ich hier das Sagen. Wir machen uns bereit. Und wir geben Joe diese Scheißkristalle. Feige Ratte. Ich weiß, was du denkst, aber wir müssen auf ihn hören, Herman. Für den Bazar. Nur für den Bazar. Sophie. Ganz ruhig, Herman. Er hat Barney gerettet. Schon vergessen? Interessanter Typ, dein kleiner Bruder. Ihr seid wohl nicht gut klargekommen, hm? Sagen wir lieber, auf den ersten Blick ist was anderes. Barney hat seine Schattenseiten. Aber er ist auch unglaublich loyal. Und Old Villador hat so viele Sorgen, dass ich eben Leute brauche, denen man vertrauen kann. Was sind das denn für Sorgen? Du bist ein kleiner Naseweiß, Aiden, was? Frag einfach. Was willst du wissen? Ich würde sagen, wir fragen erstmal mit den Kristallen. Warum ist Barney abgehauen? Kristalle sind wertvoll. Wir brauchen sie für eine Transaktion. Und du kannst uns jetzt helfen. Wie bei Barney? Birdie? Wie Hilfe hat sich das nicht angefühlt? Barney bekam einen Schock, als er das mit Birdie erfuhr. Deshalb ist er vor dir abgehauen. Er will nur das Beste für den Bazar, Aiden. Er denkt, er beschützt uns alle. Er ist eigentlich noch ein Kind. Er war noch recht jung, als unsere Mutter starb. Aber auch vorher schon, als er klein war, waren wir eigentlich immer alleine. Jetzt ist er erwachsen und braucht niemanden mehr. Je mehr er anderen helfen will, desto mehr tut er sich selber weh. Naja, und den anderen tut er auch ein bisschen weh, ne? Wenn sie sterben, ist jetzt nicht so super. Nach dem Mord am Commander hat sich euer Verhältnis mit den Peacekeepern also verschlechtert. Das ist noch untertrieben. Genauer gesagt, alles ist schiefgelaufen. Aber Lucas hatte den Tod verdient. Seit der Pest gab es nichts, was den Leuten hier so geschadet hat wie er. Auf seinen Befehl übernahmen die Peacekeeper das Windrad. Für ihr eigenes Wohl. Sie greifen sich einen Großteil unseres Essens ab. Und unser Wasser. Und für welche Gegenleistung? Schutz? Beschützen kann ich uns selber. Das habe ich schon seit meiner Kindheit gemacht. Das Ding ist... Aber wir reden erstmal eben hier weiter. Dieser Streit mit Karl. Worum ging es da? Sagen wir einfach, der Tod des PK-Commanders hat unsere Probleme noch verschlimmert. Sieh dich um, Aiden. Was siehst du? Etwas, wovon die Leute außerhalb der Mauer nur träumen können. Am Ende des Monats werden all diese Leute tot sein. Warum? Weil unsere Wasservorräte in Kürze aufgebraucht sein werden. Vor 2 Wochen haben ein Gauner namens Joe und sein Kumpel Jack mit ihrer Gang den einzigen Wasserturm in der Gegend übernommen. Vor kurzem lebten sie noch im Bazar, aber Karl warf sie wegen ihrer Mauscheleien raus. Deshalb wollen sie sich rächen. Sie haben den Turm vermint und wollen ihn hochjagen, wenn sie nicht jede Woche Schutzgeld kriegen. In Form von Medizin, Essen und Kristallen. Und all diese Leute sind komplett ahnungslos? Was die Wasserknappheit angeht, ja. Ich wollte es ihnen sagen, aber Karl hatte Angst, es würde eine Panik auslösen. Er wandte sich lieber an die PKs, kam aber natürlich mit leeren Händen zurück.
Die helfen nur sich selber, nicht uns. Dass Joe den Turm eingenommen hat und Schutzgeld verlangt, ist denen egal. Meine Mutter sagte immer, mit Erpressern verhandelt man nicht, als sie hier noch das Sagen hatte. Also bevor Karl die Macht ergriff. Sie lenkte den Basar mit eiserner Faust. Karl gehorchte ihr. Aber nach ihrem Tod wurde er arrogant und großspurig. Wollte deine Mutter nicht, dass du ihr nachfolgst? Ich weiß, was sie für ihr Volk wollte. Gemeinschaft und Freiheit. So sagte sie es immer. Was sie für mich wollte, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich für sie überhaupt existierte. Sie war eine große Führerin, aber eine grottige Mutter. Was hast du vor? Ich werde tun, was ich tun muss. Ich habe versprochen, Karl zu helfen. Solange er das Sagen hat, bekommen Jack und Joe ihr Schutzgeld. Und sie werden immer mehr aus uns rausquetschen. Und so weiter und so weiter. Die Sicherheit meiner Leute ist das Wichtigste. Du hast bewiesen, dass man dir vertrauen kann. Daher möchte ich dich um Hilfe bitten. Karl glaubt, Joe würde sich an die Abmachung halten, dass er uns Zugang zu dem Wasser geben wird. Aber ich bin da skeptisch. Ich muss Leute losschicken, damit sie mit den Banditen verhandeln. Und ich will Überraschungen vermeiden. Karl ist mit unseren Leuten schon unterwegs zu dem Ort, wo der Deal über die Bühne gehen wird. Sorg bitte dafür, dass alles glatt läuft. Ich soll sie bewachen. Ja, aber sei diskret und halte Abstand. Ah, das wird doch wieder schief gehen. Das wird doch nicht gut gehen. Molotow-Cocktail-Abrisshammer, oh jo. So, und Alkohol. Ich würde mal eben gerne einmal die beiden Waffen, die scheiße sind, die würde ich mal eben ganz kurz verkaufen. Hallo, was geht ab? Ich würde gerne verkaufen, und zwar diese Waffe. 3. Naja, besser als nix, ne? Jo. Haltbarkeit 40. Hier, kannst du auch nochmal haben. Schaden 19, 18. Dann geht der auch weg. Na guck mal, der hat nämlich jetzt eine coole Waffe. Oh, warte mal, alle Wertsachen ver... Nein. Ein Zinken und ein Hackmesser. Kraftangriffsschaden, Schadensbonus bei niedriger Ausdauer. Die Waffen sind sogar relativ günstig. Oh, ein schmutziges Katana. Oh, das ist schön. Das ist, sowas ist schön. Ja, noch mal eben ganz kurz gucken, was er noch so hat. Eine Nackengamasche. Ah, okay. Ja, von mir aus. Eine Nackengamasche. Eigentlich nochmal gucken. Ressourcen, Pigmente. Okay. Dosen, Teile, Stoffe. Ja gut, das finde ich ja alles, ne? Das brauche ich jetzt nicht. Quarterback-Trikot. Oh, das ist aber echt teuer. Ja, das Ding ist. Oh, UV-Leiste, Upgrade-Stufe, das kaufe ich. Ich kaufe eine. Ah ja, 3 davon. Ah, okay, alles klar. Ein Fleischköder? Ne, brauche ich nicht. Ferngesteuertes C4. Schaden gegen Menschen plus 8. Ich meine, ich finde ja ganz viele. Und das ist jetzt Stufe 2. Ah, ich warte damit immer noch. Mal eben bei ihm hier mal eben ganz kurz gucken. Okay, Aufputschmittel, Feuerpfeiler. So, ich glaube, so Entwürfe kaufen ist eigentlich erstmal effektiver, ne? Weil die Waffen, die finden wir. Und dann können wir die mit Feuer zum Beispiel machen. Ja, das will ich haben. Den Entwurf. Flamme. Gift. Gift ist auch immer cool. Okay. Wird bei kritischen Treffern aktiv. Für die Spitze und für den Schaft. Ja, dann machen wir erstmal beides für... Ich glaube, das reicht doch erstmal. Oder warte mal, nee, da war noch was anderes. Warte mal, Upgrade. Achso. Arznei. Oh, Arznei upgraden. Oh, gut. Ich könnte es nochmal, aber es kostet 320.
Okay, Wurfmesser upgraden. Das ist vielleicht auch wichtig, ne? Machen wir das mal so. Was sind hier Bauteile? Achso, die kann ich jetzt ja kaum. Okay. Aber jetzt habe ich meine... das Aufputschmittel und meine Medizin verbessert. Das ist gut. Hier müsste ich mal noch eine vierte Waffe reinpacken. 80% Immunität. Oh, das sollte ich mir vielleicht auch mal so ein bisschen vorhalten. So, Fertigung. Stell mal ein bisschen Arznei her. So. Aufputschmittel. Mal eins herstellen. Ich stelle mal eins her. Okay, gut. So, wenn ich jetzt modifizieren mache, guck mal hier, dann könnte ich jetzt hier das da dran machen, aber das würde ich dann... Das ist ja schon fast kaputt hier. Ja, damit würde ich dann noch warten, weil macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt was dran mache, was dann schon fast wieder kaputt ist. Aber wie viel hat das denn noch? 82 Haltbarkeit. Na ja, komm, machen wir mal eine Sache. Ah nee, mach ich nicht. Nee, mach ich noch nicht. Mach ich nicht. Ja, ich war ungewöhnliche Wertsachen, okay. Mann, ich bin so durstig. Ich weiß nicht, das ungewöhnliche Wertsachen. Also das kann ich anscheinend. Warte mal, das will ich nochmal einmal ganz kurz gucken. Verkaufen. Verbrauchsgegenstände, Kopfbedeckung, Torso. Verschiedenes. Ressourcen. Okay, Ressourcen brauche ich. Questgegenstand. Okay. Ich für ein Taler verkaufen. Da keine brauchbaren Narkosemittel erhältlich sind. Ja, die Frage ist. Brauche ich ja nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich Zigaretten brauche. Schmuck. Ja gut, das machen wir. Gucken wir uns in der nächsten Folge an. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Das dauert jetzt zu lange. Da muss ich jetzt nochmal gucken, was ich da jetzt verkaufe und sowas. Das müssen wir jetzt nicht hier am Ende machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.